Der 120. Verbandstag des GVB stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Und die 1100 Besucher in Unterschleißheim, sie erlebten eine regelrechte Aufbruchstimmung. Klar und entschlossen, sich den Anforderungen der neuen Zeit zu stellen. Jetzt geht es darum, deutlich zu machen, wie können wir das Geschäftsmodell weiterentwickeln? Wie passen wir das an die Bedürfnisse, an die Wünsche der Menschen? Wie können wir dafür sorgen, dass 160 Jahre genossenschaftliche Tradition auch große Zukunft hat? Voraussetzungen dafür sind aber Veränderungen in den Unternehmen. So würden die wenigsten Arbeitsplätze in den nächsten Jahren wegfallen, sich aber verändern. Wir wandeln uns permanent. Unsere Jobs sind überhaupt nicht stabil, sondern auch in den letzten 30 Jahren haben die Jobs sich stark gewandelt. Und das ist ein großer Vorteil unserer dualen Ausbildung. Der Kfz-Mechaniker heißt jetzt Mechatroniker. Ja, der hat sich gewandelt in seinen Strukturen. Und wie die Transformation ins digitale Zeitalter im Alltag gelingen kann, das erzählten die Praktiker auf dem Verbandstag des Genossenschaftsverbands Bayern. Wir haben mal 2 Wochen lang so eine digitale Messe intern gemacht, um einfach mal allen zu zeigen, wie bestellt man eigentlich im Internet. Ja? Für uns alle ist das normal, aber es gibt ganz viele Menschen, die es noch nie gemacht haben. Das heißt, wir haben eine digitale Messe gemacht, haben da alle Lösungen aufgebaut, haben sehr, sehr viel geschult, gezeigt, auch mal eine Virtual Reality Brille aufgesetzt, um einfach zu sagen, hey, da brauchst du keine Angst davor haben, das ist einfach ganz normal. Es tut sich also einiges bei den Genossenschaften, ob nun bei den Prozessen in den Unternehmen oder beim Angebot für den Kunden. Der Auf- und Umbruch ist spürbar.